Was geht ab, Leute? Willkommen zu diesem Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht euch gut. In diesem Video zeige ich dir nämlich, wie du aktuell sehr viel Geld machen kannst. Und dafür haben wir aktuell verschiedene Methoden. Wir haben nämlich einen Geldbonus, der ziemlich gut ist. Wir haben außerdem ein neues Zeitrennen und ein neues SC Bandito Zeitrennen. Und dort können wir auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld erspielen. Ich werde dir auf jeden Fall zeigen, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Und falls dir das Ganze gefällt, dann zeig es mir unbedingt mit deinem Daumen nach oben. Würde mich auf jeden Fall ziemlich supporten. In diesem Sinne kommen wir aber direkt zum eigentlichen Video. Also lehnt euch zurück und gönnt euch. So Leute, das aktuelle Zeitrennen heißt Küste zu Küste und wir haben hier eine Zeitvorgabe von knapp 2 Minuten und 30 Sekunden. Das Ganze befindet sich im Gebiet ganz im Norden von der Karte und im Prinzip ist dieses Zeitrennen richtig easy. Ich werde euch jetzt genau zeigen, wie das Ganze funktioniert. Dafür müssen wir das Ganze starten und jetzt müsst ihr die ganze Zeit im Prinzip einen Wheelie ziehen. Denn wir müssen ganz einfach diesen Weg hier auf dieser Straße die ganze Zeit folgen, bis wir dann wirklich fast am Ziel sind. Und das Ganze funktioniert wirklich einfach. Denn sobald ihr hier wirklich auf der Autobahn seid, müsst ihr im Prinzip nur Wheelies ziehen, denn mit diesen Wheelies seid ihr ganz einfach am schnellsten. Und falls ihr euch jetzt fragt, mit welchem Motorrad oder mit welchem Auto soll man das Ganze machen, ich würde euch auf jeden Fall hier eine voll aufgetunte Barty empfehlen, denn somit habe ich das Ganze wirklich beim ersten Versuch hinbekommen und das Ganze ist im Prinzip, wie gesagt, sehr einfach. So Leute, ich habe das Gameplay auf jeden Fall im Hintergrund schneller gemacht, damit das Ganze nicht so lange dauert, denn im Prinzip ist das Ganze wirklich einfach. So, und wenn ihr hier an dieser Stelle ankommen seid, dann müsst ihr hier links abbiegen, dann befolgt ihr die Straße weiter und dann müsst ihr hier auch nochmal links abbiegen und im Prinzip müsst ihr jetzt die ganze Zeit wieder geradeaus fahren und dann seid ihr schon fast im Ziel, Freunde. Eine wichtige Abkürzung wäre aber hier am Ende und zwar könnt ihr hier direkt durch das Feld fahren und dann seid ihr schon direkt im Ziel. Und ich brauchte für dieses Zeitrennen nur 2 Minuten und 23 Sekunden. Das heißt, ich hatte hier noch knappe 7 Sekunden übrig und ich habe es beim ersten Versuch hinbekommen. Das heißt, Freunde, es ist wirklich ziemlich einfach. Macht es, solange die Eventwoche noch läuft. Und in diesem Sinne kommen wir direkt zum nächsten Rennen. Die zweiten 100.000 Dollar holen wir uns nämlich mit dem SC Bandito Zeitrennen und somit hätten wir insgesamt schon 200.000 GTA Dollar. So Leute, das SC Bandito Zeitrennen befindet sich auf jeden Fall hier auf der Karte und es nennt sich Kanäle von Vespucci. Hier haben wir eine Zeitvorgabe von etwas unter 2 Minuten und ich zeige euch mal ganz kurz, wie ich das Ganze hinbekommen habe. Und dieses Zeitrennen ist im Prinzip auch nicht so schwer, allerdings brauchte ich hier circa 3 Versuche, bis ich es hinbekommen habe. Aber wenn ihr das Ganze ein, zwei Mal gefahren seid, dann habt ihr wirklich den Dreh raus und ihr wisst genau, wann ihr Gas geben müsst und so weiter und so fort. Und ich habe auf jeden Fall hier auch meinen RC Bandito auch mal getuned, denn somit funktioniert das Ganze nochmal einfacher, Freunde. Und ich kann euch wirklich hier den Tipp geben, gebt wirklich Gas, wo ihr wirklich lange Strecken habt, aber wenn ihr wirklich viele Kurven habt, dann bremst lieber einmal zu viel und fahrt ein bisschen langsamer, denn ein Unfall würde viel, viel mehr Zeit in Anspruch nehmen. Und wie ihr im Hintergrund gesehen habt, ich habe auch Unfälle hier gehabt und ich habe es trotzdem hinbekommen. Am Ende war es bei mir nämlich so, ich habe es ganz, ganz knapp geschafft. Allerdings ist es ja egal, ich habe es hinbekommen und ihr könnt euch das Ganze mal im Hintergrund anschauen, wo ich hier lang fahre und dann habt ihr das Ganze auch besser im Gefühl, um das Ganze wirklich selbst hinzubekommen. Und ganz wichtig, Freunde, falls ihr ein RC Bandito Zeitrennen fahren möchtet, dann braucht ihr auf jeden Fall einen RC Bandito. Diesen könnt ihr euch nämlich auf der Surf San Andreas Supersport Seite kaufen. Und ich weiß, das Ganze ist jetzt nicht für die Anfänger, die nichts haben. Allerdings können die Anfänger, wie gesagt, das normale Zeitrennen machen und dort bekommt ihr ja auch schon 100.000 GTA Dollar. So Leute, ich habe es hinbekommen und dafür habe ich dann 101.000 GTA Dollar bekommen. Ist auf jeden Fall gutes Geld, Freunde, und somit habe ich jetzt in kürzester Zeit 200.000 GTA Dollar erspielt. So, aber wir kommen jetzt auf jeden Fall direkt zum richtigen Geldbonus, womit wir momentan wirklich fett Kohle machen können. Das wären jetzt nämlich die Biker-Businesses. Darauf haben wir nämlich momentan doppeltes Geld und doppelte HP. Und falls ihr nicht wisst, was das ist, ist es gar kein Problem. Ich erkläre euch das Ganze mal.
wenn ihr nämlich ein Motorrad-Clubhaus besitzt. Hier könnt ihr euch irgendein billiges kaufen, ist komplett egal. Dann könnt ihr hier einmal zum PC gehen und hier seht ihr eure Unternehmen. Ich habe auf jeden Fall verschiedene am Start und die besten Unternehmen sind folgende, und zwar das Kokainlabor, die Meth-Plantage und ganz klar die Falschgelddruckerei. Das sind auf jeden Fall die drei besten, wo ihr Geld machen könnt. Und am meisten Geld macht ihr eindeutig mit dem Kokainlabor. So, und das Ganze funktioniert im Prinzip ganz einfach. Ihr müsst nämlich einfach zum jeweiligen Business hinfahren und dort ganz einfach die Vorräte komplett vollkaufen oder Mission spielen, damit eure Vorräte voll sind. Und nach ca. 5 Stunden ist das Kokainlabor dann voll, ohne irgendetwas zu tun. Und dann könnt ihr das Ganze verkaufen für 840.000 GTA-Dollar. Und die Verkaufsmissionen sind auf jeden Fall ein bisschen schwieriger. Was heißt schwierig? Ihr braucht vielleicht einen Kollegen, damit das Ganze schneller funktioniert. In meinem Fall war es nämlich so, ich musste 4 verschiedene Motorräder zum Ziel hinfahren. Und hier hatte ich wirklich eine Strecke von über 10 Kilometern. Und das Ganze ist auf jeden Fall alleine ein bisschen schwierig. Eventuell kann man das Ganze auch mit einem Cargo-Bob machen und dann wirklich alleine hinbekommen. Denn ihr habt hier wirklich eine Zeit von 30 Minuten und dann müsste das Ganze auf jeden Fall mit dem Cargo-Bob klappen. Aber wenn ihr das Ganze, wie gesagt, ohne dem Cargo-Bob machen möchtet, dann empfehle ich euch, dass ihr das Ganze mit einem Kollegen macht. Und somit bekommt ihr am Ende knapp 840.000 Dollar. Das ist auf jeden Fall ziemlich heftig. Und wenn ihr wirklich mehrere Unternehmen gleichzeitig laufen lässt, dann könnt ihr wirklich viel Geld in dieser Eventwoche machen. Aber im Prinzip war es das jetzt schon mit diesem Video, Freunde. Falls dir gefallen hat, dann wie gesagt, abonniere diesen Kanal, denn dann verpasst du gar nichts mehr. Und du kannst mir mal in die Kommentare schreiben, was du weiter sehen möchtest hier auf diesem Kanal. Denn dann kann ich auf jeden Fall die Videos machen, die ihr auch sehen möchtet. Aber Freunde, in diesem Sinne war es jetzt hier von mir. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.